Gut. ja. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag darüber, was es denn Neues mit Joomla 4.2 gibt. Allerdings werde ich hier nicht einfach nur die ganzen neuen Features oder Bugfixes runterbeten, sondern ich will euch viel mehr mit auf die Reise nehmen, wie es denn zu diesem Release kam. Und ja, war teilweise recht aufregend. Und jede Reise beginnt am Anfang. Erstmal erzähle ich euch davon, was alles so im Raum schwebte, was wir denn in Joomla 4.2 integrieren können. Dazu braucht es aber natürlich nicht nur Ideen, sondern auch Entwickler, die diese in Code umwandeln und merchen können. Dann kommt ein alter, bekannter Google Summer of Code wieder ins Spiel. Dann geht es auch schon an das Stable Release und wie das so lief. Anschließend zeige ich euch, was es denn so Neues gibt. Also so ein paar Features zeige ich euch live an der Webseite. Und dann folgt auch schon der Ausblick, was alles sich denn so tut und wie das Ganze ausgegangen ist. Und ja, also wie schon gesagt, am Anfang haben wir erstmal so eine Ideensammlung gemacht. Was könnte überhaupt in Joomla 4.2 reinkommen? Welche Features schweben uns so vor? Und wahrscheinlich hat jeder von euch mindestens eine Idee, wie man Joomla verbessern könnte. Und das aber alles zu definieren und auch sich Gedanken darüber zu machen, wie das für alle passt, ist nicht so einfach. Hier einfach mal eine grobe Auflistung davon, was wir auch auf dem Schirm hatten oder zumindest versucht haben, Entwickler dafür zu finden. Kleiner Spoiler, nichts davon hat es in 4.2 geschafft. Zum einen, dass man mehr Custom Fields einbindet. Dann gab es auch noch den Ansatz, dass man den Inhalt, den man in seinen Editor, also TinyMC zum Beispiel, einbaut, da schon direkt sieht, wie würde es denn im Frontend aussehen, also schon mit den korrekten Stylesheets geladen und so wie es dann auch im Template aussehen würde. Dann ist die Mail-Templates, das gibt es ja schon in Joomla, allerdings ist deren Benutzung noch nicht ganz so optimal. Also man kann sie auch nicht für alles einsetzen. Also beim Workflow zum Beispiel war eine Idee, sie einzubinden oder auch zugänglicher für Drittanbieter-Extensions zu machen, etc. Also auch Verbesserungsbedarf. Dann noch das Redesign der globalen Konfiguration. Wenn ihr da schon mal etwas eingestellt habt, habt ihr ja in der Mitte die Liste von Extensions, die auch Konfiguration anbieten. Ihr ändert irgendetwas, dann wechselt ihr und dann wundert ihr euch, dass eure Einstellungen keinen Effekt hatten. Dann fällt euch auf, ah, okay, das hat überhaupt nicht gespeichert und es hat auch keinen Hinweis dazu gegeben. Und da ist auch die Idee, zumindest eine Warnung einzublenden oder vielleicht auch das Ganze komplett umzudesignen, sodass klar ist, dass man in dem Moment die Seite verlässt und die Settings gar nicht übernommen werden. Dann haben wir auch noch Date-Time-Fields. Die werden nativ schon von den Browsern unterstützt. In Joomla haben wir halt da gerade noch was Eigenes und wäre natürlich super, wenn wir uns nicht um sowas kümmern müssen, sondern dass der Browser für uns tut, weil er dann auch das passende, die passende Tastatur dafür aufgeht und so weiter. Dann, ich habe es mal etwas klein hinzugeschoben, Multidomain. Ein Wunsch, der ab und zu mal wieder auftaucht, weil, ja, wäre schon ganz nützlich, wenn auch vielleicht nicht für alle Benutzer, aber ja, es gibt auch das Gerücht, dass das alles ja schon fest, schon fertig gecodet wäre und in irgendeiner Schublade liegt. Also zumindest habe ich diesen Code nicht gesehen. Es gibt ein Konzept. Allerdings müsste das ja auch erstmal entwickelt werden. Und es ist keine kleine Angelegenheit, sondern schon etwas Größeres. Von daher war uns schon relativ früh klar, dass das nicht in 4.2 kommen wird. Irgendwann vielleicht. Dann gab es auch noch den Ansatz, es gibt auch schon einen Pull-Request dafür, dass man in der Menülistenansicht auch nach Komponenten filtern könnte. Muss halt nur fertig werden. Ist noch nicht fertig geworden. Aber auch so eine kleine Verbesserung, die trotzdem das Leben mit Joomla erleichtern würde.
Dann steht da noch auf der Liste Guided Tour. Das ist ein Google Summer of Code Projekt, was es jetzt aber wieder in die nächste Phase geschafft hat. Also anders ausgedrückt, es wird wieder an einen Studenten übergeben, der weiter daran arbeitet. Daher kann man sich auch denken, anscheinend war Guided Tour noch nicht so weit, dass man es mergen könnte. Obwohl es an sich ein schönes Feature wäre, weil diese Guided Tour neuen Benutzern zeigt, hier kannst du das machen, da kannst du das machen und halt eben einfach eine Tour anbietet, um Joomla am Anfang kennenzulernen. So, also viele Ideen, aber wie gesagt, ich brauche Code, den ich merchen kann, sonst passiert gar nichts. Und dann haben wir einige Entwickler angeschrieben oder auch in den Diskussionen, wenn jemand nach einem Feature gefragt hat, auch einfach gefragt, hey, hast du Lust, das umzusetzen? Das ist eine gute Idee, das hätten wir gerne. Ja, ich bin kein Entwickler. Na gut, okay, kann man nicht so schnell ändern. Dann hatte ich auch noch ein paar Google Summer of Code Studenten angeschrieben, die ich noch von früher kenne. So, hey, du hast doch schon was mit Joomla gemacht, du kennst dich da aus, hast du nicht Lust? Muss ja nicht gleich Multidomain sein, aber vielleicht zumindest die globalen Konfigurationen zu verbessern oder etwas, ein kleineres Feature umzusetzen. Und am Anfang sind sie immer höflich und wollen eigentlich auch was für Joomla machen, oder zumindest wirkt es so. Und dann sagen sie, ja, mache ich, schaue es mir an. Und naja, irgendwann kommt ja Feature Freeze. Das heißt, ab dann sollen keine neuen Features mehr reinkommen, nicht mehr gemerged werden. Und wenn dann so ein Monat vom Feature Freeze war, dann nochmal nachgefragt, so hey, wie sieht's aus, brauchst du noch Unterstützung, die Zeit tickt, die Uhr tickt. Und naja, dann habe ich schöne Geschichten gehört, aber welche, die jetzt nicht wirklich für Joomla weitergeholfen haben. Der eine hat ein Startup gegründet, da kann ich mir gut vorstellen, dass man keine Zeit mehr für Joomla hat. Wahrscheinlich hätte ich dann nicht mal mehr Zeit, diese Folie zu machen. Ein anderer meinte, er macht jetzt Auslandssemester quer durch Europa und hat gleichzeitig auch noch einen Job gefunden. Und ja, Google Summer of Code scheint ein guter Karrieresprung oder ein guter Schubser in der Karriere zu sein, weil man kriegt danach sehr schnell Arbeit, was ja auch was Gutes ist, aber dann ist halt die Zeit weniger da. Im dritten Bild geht es weniger um den Hund, sondern um die Grille, die er anschaut. Meistens habe ich dann so geschaut wie der Hund, während ich die Grillen zirpen, hab hören gehört habe, weil sich manche Entwickler einfach gar nicht mehr gemeldet haben. Und wir haben auch in den ganzen Artikeln immer dazu aufgerufen, hey, diese Features, wie wär's, entwickelt die doch für uns. Ja, da hat sich in der Regel keiner gemeldet. Und ja. So, dann. Wie gesagt, Google Summer of Code, ein alter Bekannter. Denn ich war auch schon Student bei Google Summer of Code und auch. Es war eine schöne Zeit, ich habe viel gelernt. Allerdings weiß ich auch, die Projekte, die daraus entstehen, werden nicht unbedingt fertig. Sie sind dann zwar auf einem guten Stand und man kann auch schon schön was zeigen, aber es ist noch entfernt davon, dass der Merge-Button gedrückt werden kann. Sei es, dass irgendwelche Joomla-Standards nicht eingehalten werden, dass irgendein Framework benutzt wird, was nicht benutzt werden sollte und so weiter und so fort. Aber es gab zwei Projekte aus Google Summer of Code, die wir in nähere Betrachtung gezogen haben und auch genauer untersucht haben, hey, was fehlt denn dann noch, wie können wir das fertig machen? Und das war zum einen der Cookie Manager, der, also man kennt es, da geht dann eine Ansicht auf so ein kleines Fensterchen und dann kann der Benutzer sagen, hier diese Marketing-Cookies oder was auch immer Cookies will ich nicht akzeptieren. Und der Cookie Manager hat eben dafür gesorgt, dass man die kategorisieren konnte, also dass man eben sagen konnte, hey, dieses Cookie ist für Marketing. Allerdings hat sich dann, nachdem schon wieder Arbeit reingeflossen ist, herausgestellt, dieser Cookie Manager, der blockiert manche Cookies ja gar nicht. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, dass der Benutzer sagt, nö, will ich nicht, und dann werden die trotzdem geladen. Deswegen muss man da auf jeden Fall nochmal ran. Und es war aber zu spät für das Release, leider. Das andere Projekt, was es glücklicherweise geschafft hat, sind die Keyboard-Shortcuts. Da stand auch schon viel aus dem
GSOC-Projekt an sich. Allerdings, wenn man das dann versucht hat zum Laufen zu kriegen, hat es nicht so wirklich funktioniert, was dann auch nicht so einfach war aufzudröseln. Dann musste auch nochmal die Bibliothek geändert werden, die für den JavaScript, die für das JavaScript gebraucht wurde. Und am Anfang konnte es auch viel mehr, es konnte noch editieren und was weiß ich alles, aber einfach um in der Zeit, die noch da war, es fertig zu kriegen, haben wir es arg dann arg reduziert auf das Wesentliche, sodass wenigstens diese Minimalversion in Joomla schon mal rein kann und darauf aufgebaut werden kann. Ja, letztendlich habe ich dann das fertig gemacht. Eigentlich nicht mein Ziel, also als Release-Lead, der dann am Ende aufs Merge-Knöpfchen drückt, wollte ich eigentlich nicht coden, weil dann ist man ja schon ein bisschen, befangen. Man sollte ja auch nicht mergen und testen oder coden und testen, also sollte schon eigentlich aufgetrennt sein, aber aus der Not geboren. Ist es dann nicht mal pünktlich zum Feature Freeze reingekommen, sondern erst zu Beta 2. Aber naja, es ist ja kein großes Feature gewesen und manchmal muss man Ausnahmen machen. Und ja, damit hatten wir zumindest Keyboard-Shortcuts drin. Und dann kam es auch schon zum Release. Jetzt wird es ein bisschen düster, aber sieht es noch ganz gut, glaube ich. Stable Release steht an. Wir hatten Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Beta 1, Beta 2, Beta 3, Release-Kandidat. Was soll schon schief gehen? Haben doch bestimmt alle getestet. Naja, dann kam das Stable Release und dann kamen auch die ganzen Rückmeldungen. An dem gleichen Abend, als wir released haben, sollte dann eigentlich auch noch Juke London, Juke London fand statt und eigentlich war auch geplant, dass wir da auch so ein bisschen feiern, dass ja das Stable Release stattgefunden hat und ein bisschen zeigen, was es denn jetzt Neues gibt. Aber da waren wir dann schon mitten in der Krisensitzung und konnten leider nicht feiern. Das Problem war, manche haben abgedatet und dann plötzlich ging die Seite nicht mehr. Also zum einen hätte man dann die eine Datei löschen können und dann wäre die einfach neu generiert worden. Aber so wirklich reproduzierbar war es nicht. Also wir haben dann schon auch Versionen zugeschickt bekommen oder uns irgendwie holen können, die eben dieses Problem hatten, aber es war nicht wirklich auf eine bestimmte PHP-Version oder Joomla-Version reduziert. Also man konnte es nicht wirklich damit in Verbindung bringen. Und naja, dann haben wir viel im Trüben gefischt. Und ja, also man muss sich ja vorstellen, wir haben alles schon an dem Tag lange gearbeitet, endlich dieses Release rausgebracht und dann sitzt man halt bis spät in die Nacht noch da und überlegt, Mist, wie kriegen wir das jetzt wieder hin? Und wir haben dann so eine Art Zwischenlösung gefunden, dass wir das automatische Update erstmal zurückgezogen haben, allerdings die Pakete immer noch auf GitHub zur Verfügung standen. Also wenn man updaten wollte, hätte man es immer noch gekonnt, aber halt eben nicht mehr automatisiert. Und tatsächlich haben wir dann relativ lange uns Zeit gelassen, also wirklich mehrere Tage, um auch das Nachfolge-Release rauszubringen, also 4.2.1, weil dann noch ein paar andere Probleme aufgetaucht sind und dann, okay, machen wir lieber alles richtig und dann haben wir erstmal wieder unsere Ruhe. Dachten wir, 4.2.1 hat dann auch Probleme, weil viel zu viele Requests abgesendet wurden und das hat auch die Seite verlangsamt und ja, da haben wir dann wirklich innerhalb von einem Tag dann auch zum Glück das fixen können und nachschieben können. Ja, dann haben wir auch, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Release schief läuft, seien wir mal so ehrlich. Und trotzdem haben wir dann nicht so wirklich einen Plan, wie man vorgeht. Also klar, wir haben uns dann halt alle in einem Google Meet getroffen und haben überlegt, was machen wir. Aber man musste so ein bisschen nach Bauchgefühl agieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Und das Ganze etwas mehr in die geordnete, etwas mehr anzuordnen, vielleicht sogar eine Matrix zu benutzen, die einem die Erleichterung, die einem die Entscheidung erleichtert, wie man denn jetzt vorgehen könnte, ob man das Update wirklich zurückziehen muss oder ob es okay ist. Aber für diese Matrix braucht man halt auch Zahlen, auf die man setzen kann. Wie zum Beispiel,
Wie viele Benutzer betrifft das Problem denn überhaupt? Also bei wie vielen Installationen scheitert das Update? Also wenn es jetzt nur 5% sind, muss man jetzt nicht unbedingt das Update zurückziehen. Aber diese Zahlen haben wir nicht wirklich. Also wir wissen zwar, okay, so und so viel Prozent haben schon mal 4.0 installiert oder diese PHP-Version am Laufen, aber wenn irgendwas kracht, keine Ahnung. Das passiert dann bei denen, wir kriegen nichts davon mit. Außer natürlich, wenn sie dann ein Issue erstellen oder Twitter brennt oder keine Ahnung. Also daher, da sind wir echt auf Feedback auch angewiesen. Wäre natürlich nur schön, wenn das vor dem Stable Release passiert mit dem Release-Kandidaten. Ja. So, aber es ist ja nicht nur Schlechtes passiert. Es gibt ein paar Features, also zum einen eben die Keyboard-Shortcuts, wie schon erwähnt. Dann haben wir auch Multifactor-Authentication, nicht mehr Two-Factor-Authentication. Dann auch noch ein paar kleinere Verbesserungen. Für die Entwickler unter uns, wir sind zu PSR 12 Code Style gewechselt, haben nicht mehr sowas Joomla-eigenes. PSR 12 kann man auch sehr schön und einfach in der IDE einstellen. Und dann gibt es auch viel Code Refactoring in Richtung Dependency Injection, weniger statische Funktionsaufrufe, denn das ist nötig, um eben auch mehr in Richtung automatisierte Tests zu laufen. Denn bei so einem Release gibt es ja zwei Seiten. Also zum einen eben diese Krisenintervention, wo man überlegt, wie könnte man am besten agieren oder wie geht man am besten mit diesen Fehlern um, die jetzt passiert sind oder wie kann man die vermeiden. Und das heißt halt testen, testen, testen und aber auch dokumentieren. Also diese Code Refactorings, die haben dann auch den einen oder anderen Drittanbieter-Entwickler auf den Stand gebracht, der meinte, so wie ihr es jetzt umgebaut habt, funktioniert meine Extension halt nicht mehr. Und da ist dann halt die Frage, hat das denn so programmiert, wie es von Joomla auch vorgesehen oder angedacht war? Oder hat er da was komplett Eigenes umgesetzt, was dann natürlich schwierig ist für uns nachzuvollziehen? Und das Ganze könnte man eben vermeiden, indem man eine gute Doku hat und den Entwicklern auch wirklich zeigen kann, wie sie es umsetzen sollten, sodass wir dann später darauf aufbauen können und es auch im Hinterkopf haben. Ansonsten die stolze Zahl 338 gemergte Pull-Requests, ganz für Joomla 4.2. Und ja, das ist doch schon mal was. Das ist einiges an Arbeit, die reingeflossen ist. Das ist ja nicht nur, ich schreibe den Code runter und mache den Pull-Request, sondern das wurde getestet. Da hat jemand Feedback gegeben. Und Feedback heißt im Sinne von, bei Multifactor-Authentication oder Keyboard-Shortcuts geht es so an die 100 Kommentare, die da in diesen Pull-Requests hin und her gehen, wenn nicht sogar mehr. Und ja, deswegen jede Menge Arbeit, die da die Community gemacht hat und jetzt in diesem Release auch verewigt wurde. Ich will jetzt auch ein bisschen was zeigen, sonst starte ja nur auf Folien, das wäre schade. Zwar nicht allzu viel, aber so ein bisschen Einblick geben. So, das ist jetzt einfach nur irgendeine Tester-Instanz von mir. Da ist nichts Besonderes drauf. Wir loggen uns mal ein. Okay. Stand schon eine Weile so rum. So, das ist jetzt tatsächlich auch der Release-Kandidat. Das sieht man ja hier oben rechts. Am Dienstag ist Release, also noch habt ihr Zeit, das ausgiebig zu testen. Und ja, also das erste Schöne ist Multifactor Authentication. Dazu müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass auch die Plugins aktiviert sind. Da gab es mehrere für unterschiedliche Verifikationen. So, und dann kann der Benutzer sich das für sich einstellen. So ist not enabled. Ich hoffe, das ändert sich gleich. Dann nehmen wir zum Beispiel mal einen fixen Code. Ihr seht, man kann das auch als Default-Variante auswählen. Da mache ich jetzt einfach mal den einfachsten Code der Welt. So, machen wir noch irgendwas anderes.
Könnte ich jetzt auch Default machen, das lasse ich aber mal so. Einfach mal den Fingerabdruck genommen. Und ich hoffe, ich komme gleich wieder rein. Das normale Passwort und nun dürften wir aufgerufen werden, uns besser einzuloggen. Entweder nehme ich jetzt hier diesen fixen Code, den ich eben eingestellt habe, oder ich könnte jetzt eine andere Methode wählen. Ja, die Backup-Codes habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut. Die kann man tatsächlich auch nicht als Default-Variante wählen, weil das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Es ist ja wirklich nur Backup, wenn man sonst nicht mehr reinkommt. So, daher nehme ich jetzt mal hier meinen Fingerabdruck. Das müsste jetzt eigentlich so gehen. Puh, geschafft. Und es gibt dann auch noch so eine Art, wie soll ich sagen, Notfallschalter. Also ich könnte es jetzt hier einfach ausmachen und dann werden die alle direkt deaktiviert. Und ja, falls man zum Beispiel herausfinden will, warum funktioniert mein Fingerabdruck nicht mehr. So, das zum einen. Dann als nächstes. Manche haben es vielleicht schon entdeckt, ist hier diese Column-Filter-Ansicht. Ich kann jetzt hier sagen, ach, der Username, was interessiert mich, das brauche ich in meiner Ansicht gar nicht. Oder hier die E-Mail, die will ich ja eigentlich auch nicht so in der Präsentation zeigen, aber naja, jetzt war sie drin. Und ja, dann kann ich das auch wechseln und das bleibt bestehen. Testen es gerade mal. Jo, die E-Mail ist immer noch nicht wieder da. Dann Smart Search wurde auch verbessert. Kann ich gerade mal kurz zeigen. Ah, okay. Ja, guter Hinweis. Aber in der Session oder im Storage? Also ah, okay. Aber zumindest im Browser. Ja, gut. So, dann haben wir hier noch die Smart Search. Und da wurde das Matching erweitert. Also das heißt, es musste nicht mehr exakt matchen, sondern hat auch mehr Varianz möglich. Da gibt es morgen einen Beitrag zu vom Hannes. Ist bestimmt sehr interessant. Und dann last but not least, manche haben es vielleicht da unten schon bemerkt, die Keyboard-Shortcuts. Man soll sie nicht, also es ist nicht angedacht, sie gleichzeitig zu drücken, das verwirrt am Anfang manche, sondern hintereinander. Also ich habe jetzt leider nichts am Laufen, was zeigt, was ich drücke, aber ich drücke halt Taste J und Taste X hintereinander und dann gibt es eben hier in dem Fall eine Übersicht. Und ihr seht schon, es gibt schon einiges, können auch mal ein bisschen was ausprobieren, sei es jetzt, dass ich J und M drücke und dann die Menüleiste ausblendet. Oder ich gehe mal hier in die Ansicht, drücke J und F, dann lande ich in der Suchleiste. Es klappt auch, wenn man bestimmte Elemente aktiviert hat, also anvisiert hat, aber es funktioniert zum Beispiel nicht hier zum Beispiel bei dem Select-Feld, weil wenn ich da gibt es jetzt keinen Inhalt mit J, aber sagen wir mal, ich drücke F, dann will ich ja den Inhalt in der Liste sehen. Also es hat ein paar Einschränkungen, aber alles in allem funktioniert das sehr gut. Die von Joomla sind aktuell fest vorgegeben, aber es gibt die Möglichkeit für Extensions, dass sie ihre eigenen Shortcuts hinzufügen. Das läuft dann über ein Event und die werden dann tatsächlich auch hier in dieser Übersicht aufgelistet und mit dem Titel und alles. Also was prinzipiell möglich ist, ist eben, dass Buttons gedrückt werden, dass in einen Input reingegangen werden kann.
dass eben so Aktionen wie das Menü ein- und ausblenden geht. Im Grunde ist es ja auch nur ein Klick auf das da oben. Und es gibt auch die Möglichkeit, auf einen Link weiterzuleiten. In dem Fall, wenn ich J und D drücke, dass ich automatisch aufs Dashboard gelange. Genau. Also und beide benutzen dann J und S zum Beispiel oder so, dann. Ja, das ist tatsächlich gerade fest für J wie Joomla. Aktuell, ja. Ja, also das ist etwas, wo auch schon die Überlegung ist, das zu erweitern oder irgendwie konfigurierbar zu machen und ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also tatsächlich in Eingabefeldern funktioniert das nicht. Also das wird dann rausgefiltert. Genau. Also jetzt auch hier bei der Suchleiste, da kann ich jetzt so oft J und F oder J und X drücken, da reagiert gar nichts. Steuerung und Alt und so, das war am Anfang, wurde es versucht zu implementieren. Das Problem ist nur, dass wenn ich jetzt hier Steuerung und S drücke, dann wird mein Browser reagieren. Also es gibt dann zu viele Faktoren, die da reingreifen, sei es auch der Passwortmanager oder was auch immer. Also da haben wir halt einfach gesehen, das sind zu viele Konflikte, die da plötzlich auftreten. Deswegen haben wir uns erstmal für die sichere Variante entschieden und eben das J genommen. Wir haben uns auch ein bisschen an GitHub orientiert. Die benutzen zum Beispiel G als Start und ja. Ja, stimmt. Ja. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber das müsste jetzt alles gewesen sein, was ich zeigen wollte. So, also es war jetzt viel über die schlechten Dinge geredet, aber das ganze Release ist ja am Ende trotzdem ein Erfolg gewesen. Also wir sind ja jetzt kurz vor Release 4.2, Joomla 4.2.3,
genau am Dienstag. Und aktuell gibt es keine dringenden Bugs. Ich hoffe, es bleibt auch so, auch kurz nach dem Release. Und ja, also wie Benjamin heute Morgen ja auch schon ein bisschen erzählt hat, es tut sich einiges. Also zum einen eben diese neue Entwickler-Doku, die angesetzt wird. Dazu gehört dieses Krokodilchen, das ist Dokusaurus, also damit wird es gebaut. Das heißt, eine sehr einfache Bedienbarkeit und man kann es auch sehr leicht erweitern. Also habe ich auch selbst schon ausprobiert, kann man sogar mit React dran arbeiten und schöne Funktionen reinbauen. Hat auch Mehrsprachigkeit und den ganzen Kram. Von daher erhoffe ich mir da sehr eine große Hilfe für Entwickler. Dann links unten ist Cypress, also das hat der Hannes jetzt für die ganzen End-to-End-Tests ins Rollen gebracht. End-to-End-Tests bedeutet, ich schreibe meine Testfälle runter und dieses Cypress-Tool öffnet den Browser automatisch, lässt diese Testfälle durchlaufen, also klickt sich wirklich durch die Webseite und guckt, wenn ich jetzt den Save-Button gedrückt habe, bin ich jetzt wirklich auf der Übersichtsseite, wo ich sein wollte oder so. Also damit kann man sehr viel machen und es ist auch sehr einfach. Wir hatten ja vorher Codeception, was auf PHP basiert hat. Allerdings wusste man dann nicht mehr so wirklich, wie man das überhaupt zum Laufen kriegt lokal, um das auch weiterzuentwickeln oder neue Testfälle zu schreiben. Das war alles sehr kompliziert. Mit Cypress ist das sehr, sehr einfach. Da gibt es morgen, glaube ich, auch einen Vortrag dazu. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und dann haben wir auch noch den Fallschirm-TUF, die Update-Framework. Da gab es jetzt in diesem Jahr schon ganze 3 Sprints, wo daran gearbeitet wurde, das in Joomla zu integrieren. Und TUF bedeutet im Grunde nur, dass die Updates sicherer werden, weil die Pakete signiert werden, sogar von mehreren Keys oder von den beiden Release-Managern zum Beispiel. Und dann ist es sehr viel schwieriger, eine Attacke auf diese Pakete zuzulassen, weil dann zum Beispiel, wenn die Version veraltet ist, dann wird das Update schon nicht mehr zugelassen. Oder wenn es halt abgelaufen ist, die Version nicht stimmt, die Keys nicht stimmen, sodass der Benutzer wirklich nur die von uns offiziell anerkannten Pakete runterladen kann. Genau, was Benjamin sagt. Manuelle Insta-Updates wird es aber trotzdem gehen, dass man dann Pakete hochladen im Backend. Weil wir haben zum Beispiel so einen Vorkunden oder Websites, da ist der Webserver mit einer Firewall. Der kann allein heraus kommunizieren. Das war ziemlich nervig aus Sicherheitsgründen. Bleibt dann die Webseite halt nicht geupdatet, weil man ja immer alles runterladen muss. Nee, manuell bleibt bestehen. Und ja, wir haben auch auf dem letzten Sprint schon einen ersten Durchstich hinbekommen, also dass das Update auch wirklich gezogen werden konnte. Von daher, da bin ich wirklich optimistisch, dass das bald kommen kann. So, und zum Schluss kann ich nur Danke sagen. Danke an die ganzen Teams, die unterstützt haben. Danke an diejenigen, die dann bei den Nacht- und Nebelaktionen uns auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, Bugs gefixt haben, 338 Pull-Requests erstellt haben, getestet haben und. Also wirklich ein großes Dankeschön und auch danke für eure Aufmerksamkeit.